In Brandenburg werden bereits rund 2600 ukrainische Schülerinnen und Schüler unterrichtet. So auch in der Gartenstraße 19. In dem vormaligen Schulgebäude hat der Familiensportclub des Stadtsportbundes zusammen mit der Stadt kurzerhand drei ehemalige Klassenräume hergerichtet. Seit mehreren Wochen werden etwa 40 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine unterrichtet und bekommen neben dem 1x1 auch wichtige Sprachkenntnisse vermittelt. Aber sie gefallen alles sehr gut. Ja, sie können viel Zeit mit deutsch sprechenden Menschen verbringen. Auch wir helfen, Deutsch zu sprechen, zu lernen. Und wir versuchen, wie wir können, ja, dass sie ein bisschen diese wunderbare Sprache beherrschen können und schnell sich in die Schule integrieren können. Auch. Das ist auch wichtig für diese Kinder. Ja. Also man kann sagen, niemand war bereit, ja, diese Situation zu haben. Und Taram Baram, jetzt sie sind alle hier und ja, sie müssen alles lernen und sie wollen das alles lernen. Und wir freuen sich darauf. Der Tag der Kinder bleibt durch das Schulangebot also strukturiert. Natürlich wird auch Wert auf Sport und Bewegung gelegt. Zum Ablenken, sinnvoll beschäftigen und Freude bereiten. Von Montag bis Freitag finden Sportangebote für ukrainische Kinder statt. Es gab ja schon über einen riesenlangen Zeitraum eine ganz tolle Hilfsbereitschaft. Die Vereine haben auch erstmal auf den Mitgliedsbeitrag verzichtet, beziehungsweise die Stadt hilft dort auch über Bildung und Teilhabe. Das ist nicht das Problem. Sportklamotten waren natürlich auch am Anfang gefragt. Da tauscht man sich aus, so wie man das in einer Sportfamilie macht. Und ansonsten ist wichtig, dass man einfach aufeinander zugeht, keine Hemmungen hat. Und mich haben ganz viele Übungsleiter und Trainer schon am Anfang angerufen. Jetzt matchen wir das, haben das auch in den Beratungsstellen abgegeben, dass die Kinder zu den Vereinen finden, aber genauso auch die Muttis, die sich vielleicht mal ein, zwei Stunden ablenken können und ein bisschen Sport machen können. Ein wenig Sorge haben die Verantwortlichen vor der Sommerpause. Aber Tobias Schick ist zuversichtlich, dass die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer den Kindern auch während der Ferien Spiel und Spaß bieten, um sie weiter zu integrieren. Dabei hilft vor allem, gemeinsam Sport zu machen. В нашій школі є урок фізкультури, і це дуже важливо для наших дітей, тому що діти на уроці розкріпощаються, виплеск емоцій, і це дуже здорово. Ja, Sport macht Spaß für Kinder, so die Kinder sind glücklich, wenn sie Sport treiben und dann sie bekommen gute Emotionen, sie befreien, sie können sich ausruhen, sie können gute Laune haben und so weiter. Für eine Abwechslung im Alltag sorgte gestern eine besondere Überraschung anlässlich des Kindertages. Die Verantwortlichen des Stadtsportbundes überbrachten den Schülerinnen und Schülern vollgepackte Präsente der GWC. In dem neuen Sportbeutel waren neben Trinkflasche und Lesestoff natürlich auch die ein oder andere Leckerei enthalten. Ein großer Dank ging auch an die ehrenamtlichen Helfenden, die seit Wochen eine tolle Arbeit mit und für die Kinder leisten.